Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zuletzt haben wir mit Geralt einen Troll glücklich gemacht. Und ich denke, auf dieser Insel wird dieser auch hier niemandem schaden. Insofern soll er hier weiterleben. Es gibt für uns keinen Grund, ihn irgendwie umzubringen. Aber wir wollen uns jetzt auch glücklich machen. Warte mal, wir gucken nochmal, denn ganz in der Nähe, hier muss es ein Schema nochmal geben, der Greifenschulen-Ausrüstung. Und, schaut mal, ich habe es schon gesehen. Okay. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Alles klar, und offensichtlich muss das hier beim Troll sein. Eigentlich wollte ich ja seine Sachen ihm lassen, aber dann müssen wir uns hier nochmal richtig umschauen. Trinken wie so viel noch nie, Dreiberg-Infanterie. Oh Gott. Schwinge Schwert. Schaut mal, hier ist eine Truhe. Knack, tötet Nilfgaard-Lumpenpack. Mir zittern schon die Knie, hier kommt Nimna-Kavallerie. Schwinge Schwert und Knöchel. Das hören wir uns doch mal an. Tötet Nilfgaard-Lumpenpack. Wow, er singt sogar richtige aufmunternde Soldatenlieder. Sehr schön. Okay, der nächste Plan ist es dann, dass wir zurücksegeln. Einmal, weil wir natürlich zu Plötze wollen. Und zum anderen, weil wir dieses Ausrüstungsteil, oder was wir, also dieses Schema, ja, auch gleich umsetzen können, herstellen lassen können. Und vielleicht gibt es hier talentierte Schmiede, die das können. Aber ja, wir reiten erstmal dahin, wo wir Plötze zurückgelassen haben. Ansonsten haben wir in Ochsenfurt tatsächlich nicht mehr viel zu tun oder vorerst erstmal gar nichts zu tun. Wir werden wieder nach Velen reiten als nächstes. Gut. Hier vorne war doch gleich ein... Ich hab schon wieder vergessen. Hier auf dem Markt war ein Schmied. Ja, passt mal auf. Ja, ich glaube, wir holen erstmal Plötze. Plötze hatten wir hier irgendwie zurückgelassen. Da ist sie ja. Das ist doch wunderbar. Okay, dann reiten wir mal auf den Markt. Ich glaube, wir kommen von hier dorthin. Und gucken mal, ob wir das Schema schon umsetzen lassen können. Da oben war ja ein Schmied. Und wir wissen, wo noch ein zweiter Schmied ist, ne? So, Plötze. Du wartest hier. Wir sind gleich wieder da. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Ja, den habe ich. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. So, jetzt muss man das erstmal finden. Also es geht um die Greifenschulenausrüstung Level 18. Verbessert irgendwie. Ja. Okay, ich weiß bloß nicht mehr genau, was wir da eigentlich... das Schema, müssen wir das auch erstmal lesen? Ich glaube, schon ewig diese Schemata nicht gefunden, ne? Oder haben wir das direkt schon hier drin? Im Moment... das hat er doch immer schon automatisch. Leute, wie peinlich. Katzenrüstung? Doch hier, verbesserte Greifenrüstung, da haben wir es. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben die Greifenrüstung, wir haben gehärtetes Leder, wir haben eigentlich alles. Monsterfeder scheint eine relativ seltene Zutat zu sein. Und für 412 können wir das herstellen. Ja. Und es verbessert unsere Rüstung um plus 5 allerdings nur. Ja, verändert natürlich wieder die Boni, aber insgesamt denke ich, ist das besser. Wir machen das. So, okay. Und jetzt ist die Frage, gibt es da noch andere Elemente? Oder war das jetzt wirklich nur das eine Teil? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich check das nochmal sicherheitshalber doppelt.
Aber ich glaube, hier habe ich nichts übersehen. Okay, alles klar. Immerhin eine kleine Verbesserung und das werden wir dann auch gleich anziehen. Repariert ist ja eigentlich alles, ja. So. Bis dann. So, legen wir das gute Stück mal an. Ah, okay, ich verstehe. Und da ist jetzt ein Slot mehr drin als vorher. Hm, interessant. Wir hatten dort Quenglyphe Zeichenintensität reingepackt. So sehen wir jetzt erstmal wieder aus. Was machen wir jetzt da rein? Große Irden. Ja, nee, Irden machen wir nicht so oft. Axi wollen wir auch nicht haben. Quen ist schon ganz gut eigentlich. Haben wir noch eine Quen? Kleine. Kleine Artglyphe. Nee. Überzeugt mich jetzt irgendwie nicht. Ich meinte, Igni machen wir ab und zu. Ja gut, vielleicht lohnt es sich tatsächlich mal, so ein Schema zu kaufen für Quenglyphen, fällt mir gerade mal auf. Das bräuchten wir. Können wir das vielleicht bei ihm direkt mal kaufen? Oder können wir das bei ihm auch herstellen? Ne? Aber ein Schema zu haben, ist, glaube ich, noch besser. Wir gucken mal. Hallo noch einmal. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. So, der hat nämlich einige Schemata. Kleine Igni. Na, wir brauchen die normalen. Die kleinen haben wir ja selber. Irden. Kleiner. Kleiner. Okay, das ist enttäuschend. Gut, dann gucken wir mal. Reparieren, Handwerk. Haben wir da vielleicht schon irgendwas? Könnte ja auch sein, ne? Verbesserung. Ja, natürlich, wir haben das schon. Wir können das herstellen lassen, die Quenglyphe. Hatte ich offenbar schon gekauft. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, eine reicht. Wir haben ja nur einen Platz da. Das ist dann in Ordnung. Bis dann. Okay, alles klar. Dann packen wir das noch als Ergänzung da hinein. Und dann sind wir gut vorbereitet und können los. So, die Frage ist, was ist jetzt eigentlich der Plan? Der Plan ist, dass wir über die Brücke reiten. Ich werde die Siedlung der Steinschneider, glaube ich, erstmal nicht besuchen, weil wir da eh irgendwann hinkommen, wenn es nach Toussaint geht. Wir werden deshalb hier so ein bisschen nördlich reiten. Vielleicht uns das hier nochmal angucken und dann uns dieses Schema noch schnappen, weil es auf dem Weg liegt, denn das nächste eigentliche Ziel ist der Galgenhügel, wo wir Roche treffen wollen. Ja, das ist soweit der Plan. So, Plötze. Ah, du wartest brav, hervorragend. Auf geht's. Also, wir werden jetzt die große Brücke überqueren. Alles zu mir! Zu mir! Teufelsbrot! Wer brüllt da rum? Achso, das war der Fischhändler. Wir werden die große Brücke überqueren, ja. Und damit werden wir uns wieder nach Venen begeben, auf die andere Seite des Pontar. Und ich bin mal gespannt. Ich meinte, diese Brücke, die müsste ja genauso abgeriegelt sein wie die lange Brücke, die ihr da nach Novigrad geführt hat. Mal sehen, ob das ebenso gut gesichert ist. Und ebenso viele Flüchtlinge auf der anderen Seite warten. Auf Einlass warten. So, wir haben eine neue Markierung. Lesen wir das uns mal durch. Das Westtor. Vor Kriegsausbruch reisten hier täglich mehrere hundert Leute hindurch. Jetzt wurde das tägliche Kommen und Gehen durch die redanischen Blockaden auf ein Minimum beschränkt. Alles klar. Das klingt ja auf jeden Fall so. Kriech wieder unter deinen Stein. Ja. Gut, hier vorne ist nur so ein Anmeldungstisch. Das sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus, aber es sieht ja aus wie Bürger, die hier auch rein dürfen, die sie durchgelassen haben. Ah, wir schauen nochmal runter auf die Universitätsinsel. Schade, dass wir da nicht mehr erkunden konnten. Sieht spektakulär aus. Und da hinten die Türme von Novigrad. So, und hier warten die Flüchtlinge und werden nicht reingelassen. Oh ja. Ja,
Du kannst passieren. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Oh ja, hier ist auch viel los. Lang lebe Raduvid. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon, wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad, seit über 8 Generationen. Der Krieg hat uns in Vysima überrascht. Da waren wir geschäftlich, aber... Kein Passierschein. Der Hurensohn ist zu Hilfe geeilt, damit die Hungrigen bitte, was zu essen bekommen. Aber der Proviant war pottenverseucht. Du nun, weißt nicht, wie es da ist. Entweder das Schwert ist oder das Schwert ist. Das habe ich auch gehört. Sich unheimlich erschreckt. Das macht dem ganz Temerien die Runde. Das habe ich auch gehört. So, jetzt lass mich mal durch. Ja, okay, hier also eine ganz ähnliche Situation wie an der anderen Brücke. Ihre und Heimatland. Ja, und das scheint hier der letzte Vorposten dann zu sein. Bevor dann das Niemandsland kommt. Kinder, lauf doch hier nicht. Passt doch mal ein bisschen auf. Ist ja unfassbar. Okay, gut. Also hier haben wir so ein Armeelager. Und wie gesagt, ich glaube, ich wollte jetzt nordwärts reiten. Kleinen Schlenker machen und dann dieses Schema mir anschauen. Redanien, ja. Oh ja. Hier sieht es gleich wieder nach Wählen aus, nach Verwüstung. Hier war mal ein Ort, so wie es aussieht. Kleines Dorf. Da vorne begegnet uns... ein Kaufmann, ein Händler. Sei gegrüßt. Gut möglich, dass wir den schon kennen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Aber da fällt mir eine Sache auf. Wir können nämlich mal was verkaufen, was ein bisschen Gewicht kostet. Nämlich die 2 Sättel, die wir nicht benötigen. Die überlegenen Rennsättel und auch die zerschlissenen Satteltaschen brauchen wir nicht. Hat der noch was Spannendes? Eine große Strieberrute. Boah, für 1000. Unglaublich. Ja, nee, das kaufen wir nicht. Piment brauchen wir auch nicht. Geißblatt, Molefeil, ich glaube, das haben wir alles. Insofern hat er nichts Interessantes für uns. Okay. Danke für das Geschäft. Leb wohl. Es geht weiter. Was haben wir da hinten? Da sind Ertrunkene an dem Flussufer. Oh ja, einige. Vielleicht ist es ein Nest. Vielleicht lohnt es sich, dass wir uns damit befassen. Gucken wir mal. Gestank. Ja, Gestank. So, da sind noch mehr. Da ist auch noch einer. Ein bisschen aufpassen. Oh, das war, meinte ich nicht mit aufpassen. Das war ziemlich dämlich. Jetzt kommen sie alle. Was das? Gut, sieht also nicht nach Nest aus. Ich glaube, die hatten wir sogar schon vom Boot aus gesehen. Nichts Spektakuläres hier. Zurück zu Plötze. Da vorne sehe ich da auch schon was rumlaufen. Das sind Necker, ne? Oh ja, eine ganze wilde Neckerhorde. Okay, nächstes Thema. Vielleicht da mal ein Nest? Mir bleibt keine Wahl. Was macht ihr?
Na kommt. Oh, da wollte ich jetzt nicht reinspringen. Oh, oh. Na gut. Mutagen haben sie, aber das ist jetzt auch nicht mehr so großes Thema. Da ist unser Bedarf eigentlich gedeckt. So. Es sieht hier so ein bisschen aus wie so eine Neckarhöhle, aber scheint nicht der Fall zu sein, oder? Ich guck mal kurz hier unten, ob irgendwas Spannendes zu sehen ist. Am Ende dieser kleinen Schlucht. Aber nein. Ich höre aber noch was, ne? Gut, aber hier ist wohl nichts. Ach, die anderen Überreste, die lassen wir einfach mal da liegen. Weiter geht's. Oh. Die Brücke sah nicht mehr so gut aus. Aber es ist gut gegangen gerade so. Das sind nur Rehe. Ja, sehr gut. So, und hier teilt sich irgendwie der Weg. Plan war, glaube ich, hier entlang zu reiten. Was haben wir hier? Irgendwelche Bündel. Gucken wir noch mal kurz. Ja, ist tatsächlich sogar noch zu finden. Aber Kram, der uns eigentlich nichts mehr bedeutet. Ich denke, bei diesen Bündeln brauchen wir auch jetzt wirklich nicht jedes mehr aufzuschnüren. Die Kisten sind die interessanten Dinge. So, aber wir sind, glaube ich, richtig. Ja, genau. Diesen Ort oder diese Ruinen, die will ich mir mal anschauen, bevor es dann weitergeht. Hier scheint ein wirklich ganzes Dorf zerstört worden zu sein. Gut, lassen wir mal plötzlich hier stehen und gehen in diese beiden Teile. Gucken mal. Was haben wir hier? Achso, das ist nur eines der besagten Bündel. Aber irgendwas habe ich da hinten doch gesehen. Relativ weit entfernt. Hat nichts mit der Gegend hier zu tun. Hier finden wir Leichen, natürlich. Oh, doch nicht so weit entfernt. Ah. Tanzen wir. Okay. Schwache Gule. Sind wir geschützt? Jetzt. So, was ist mit dir? Okay, zwei Schläge. Ah, das war nicht gut. Aber das war's mit den Ghulen. Hier noch Überreste? Ja, da. Aber ein Ghoul-Nest oder ähnliches ist hier wohl nicht. Okay, es sind. Doch. Da unten. Da scheint irgendwas ein bisschen gefährlicher zu sein. Aha. Okay. Na dann. Haben wir da, was sind das, Ertrunkene? Oder nee, das sind Neckar. Hier ist irgendwas los. Ja, Truhen haben wir hier. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Zerstören wir das erstmal. Okay. So. Kommen die jetzt noch? Ansonsten nehmen wir jetzt erstmal das Zeug mit, was hier rumliegt. Ah, die Brücke ist kaputt. Na los, die Neckar müssen wir eigentlich auch noch erledigen. Ja.
So. Okay. Was wär's mit denen? Aber wenn, dann machen wir sie alle fertig. Da oben läuft noch irgendeiner rum, ja. Na, das war nix. Da war der Baum weg. Gestank. Okay, und hier haben sie irgendwelche unschuldigen Bauersleute überfallen. So, wir sind jetzt aber schon auf der anderen Seite der Brücke. Ja. Hier kämen wir mit Plätze auch gar nicht so einfach rüber. Da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Aber ich gucke mir erstmal diesen Teil des Ortes an. Ob wir hier noch was finden. Da war der Brunnen. Ja, wie gesagt, die einfachen Kisten, die lasse ich jetzt mal links liegen. Uns. Weitere Neckar? Ja, tatsächlich. Richtige Neckar-Gegend hier. Upp, das war zu weit gesprungen. Oh, wow, 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 wow. Okay, die sind auch keine Gefahr mehr. Alles klar. Ich muss mich kurz mal orientieren. Also, wir sind in diesem Ort, wollen aber eigentlich gar nicht über die Brücke. Jetzt sehe ich's, wir wollen ja hier runter, um diese Ausrüstung uns noch zu holen. Also, der Abend kommt auch. Die Nacht kommt. Erstmal zurück zu Plötze. Da unten irgendwo. Und dann vor der Brücke links abbiegen. Jawohl, da irgendwie runter. Unwirtliche Gegend hier. So, hier teilt sich der Weg. Jetzt bin ich mir plötzlich nicht sicher. Ich glaube, wir müssen nach links, ne? Ja, ja, da sind wir schon. Alles klar. Aber was erwartet uns da denn? Das sieht ja wieder aus wie so ein Bergwerk. Steinbruch der Alten, tatsächlich. Okay. Das ist nochmal so ein Steinbruch, aber das ist doch nicht der, an dem wir schon gewesen sind, ne? Nee, das war der. Aha. Spannend. Was ist hier für ein Schild? Ach so. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über den Ort. In diesem heute stillgelegten Steinbruch wurden früher nur Steinhauer beschäftigt, die über 30 Jahre alt waren und die nach vielen Stunden Arbeit mit selbstgebauten Wagen an den Seiten des Steinbruchs hinunterfuhren. Mhm. Weil hier vielleicht es einfacher war zu arbeiten, oder was ist die Idee des ganzen Steinbruch der Alten? Okay, aber da sind vielleicht Banditen. Sieht jetzt nicht nach Monster aus. Oder? Wen habe da? Ja, es sind, glaube ich, Banditen. Oh, nee. Verschwinde von hier! Okay, was haben die hier getrieben? Keinen Schritt weiter! Sonst gibt es noch eine Leiche. Hör mal, ich... Hinter dir! Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser! Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Monster kommen, ja. Wie ein Mann! Al-Ghul auch noch, okay. Dein Arsch gehört mir! Götter! Naja, bei dem muss man schon aufpassen, ne? Ich meine... Ich will nicht sterben! Okay, wir wissen ja eigentlich, was wir bei Al-Ghul machen müssen. Aber irgendwie können wir die auch konventionell besiegen. Nein! Ja, ist gut. Wir helfen dir doch. Danke! Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Todsicher. Das glaube ich allerdings auch. So, jetzt erzählt mir mal, was ihr hier wollt. Hm.
Na gut, plündern wir erstmal die Allgude. Die machen sich ja offensichtlich über die Menschen hierher. Die Bauern plündern halt irgendwas, ne? Gehe ich mal davon aus, dass sie die jetzt da nicht umgebracht haben. Okay. So. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Was machst du da oben? Du checkst die Lage. Wir gucken mal kurz. Ich meine, hier kann man auch ganz gut die Nacht verbringen. Die Leute sind ja jetzt wohlgesonnen. Okay, da kann man nicht rein. Hier wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben eigentlich ja noch ein Ziel. Wir wollen die Ausrüstung. Und hier haben wir es. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Das könnte diesmal etwas komplizierter werden. Oder auch nicht. Da ist schon eine Truhe. Ich dachte, wir müssten vielleicht hier ein ganzes Höhlensystem erkunden. Ja, müssen wir vielleicht auch. Es war nur eine Wasserflasche. Nein, es ist nur eine Truhe. Verbesserte Katzenhandschuhe. Sehr gut. Das haben wir dann auch mitgenommen. Mehr ist hier nicht zu holen, aber wie gesagt, das ist eigentlich ein perfekter Ort, um die Nacht hier zu verbringen. Das werden wir auch tun. Ich gucke mal kurz, gibt es irgendwas, was wir erledigen müssen? Eigentlich nicht, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Dann schlafen wir bis morgens um 6. Ja, und werden dann, das können wir jetzt schon mal sagen, werden, glaube ich, versuchen hier, ach gut, plötzlich steht da, ja, wir werden uns hier mit Rosh, wie gesagt, treffen. Aber, liebe Leute, das machen wir dann sinnvollerweise beim nächsten Mal. Und wir gucken mal, was Vesta versucht und ob Rosh sie wirklich abhalten kann und ob das überhaupt eine gute Idee ist, von ihm sie abzuhalten. Scheint ja da eigentlich eine gute Sache zu unternehmen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.